1. Parkside gegen Makita, darum geht's heute und zwar im Thema Baustellenradius. Denn das Makita Baustellenradio gehört wohl bei vielen Baustellen zum Kulturgut. Ja, man sieht es überall. In jedem Bulli irgendwie, ne? Und jetzt erlaubt sich Parkside hier glatt mal dem König die Krone zu klauen. Ja. Ja, das denken die sich und wir klären heute mal kurz in einem Baufrum 24 Werkzeug News Quickie, ob Parkside da Chancen hat oder eben nicht. Und damit willkommen zu den Baufrum 24 Werkzeug News. Guten Tag. Ronald trägt heute übrigens feinsten Zieren, ich auch, denn wir haben unsere neue Basic Premium T-Shirt und Polo Collection. Wir droppen quasi. Ja. Viele haben sich gewünscht, dass wir neben den Motto-Shirts auch ein bisschen was dezentes Haar am Start haben. Warst du zum Beispiel mal Weihnachten? Kannst du auch mal am Tisch abends tragen, ne? Am Tisch, unterm Baum und so. Oder wenn das Hemd aussiehst und noch ein T-Shirt drunter hast, ne? Genau. Ja. Hier mit Baufrum-Logo, schön eingestickt, feinste Qualität. Ihr werdet begeistert sein. Link ist unten in der Beschreibung. Aber jetzt geht es auch um Radios. Erstmals haben wir dieses Radio schon angekündigt, vor über einem halben Jahr. Da haben wir mal ein Video gemacht über Top 5 Parkside-Werkzeuge. Und das war schon angekündigt. Ich hatte auch schon Bildmaterial und war sehr erfreut, dass jetzt von Parkside auch mal ein ordentliches Baustellenradio mit DAB kommen wird, weil es bisher ja noch nicht ein Baustellenradio mit DAB gab. Gibt übrigens auch Kollegen wie hier von Bosch, die schon DAB haben im 12-Volt-Bereich, aber auch lange angekündigt im 18-Volt-Bereich, aber bisher noch nicht liefern. Lieferketten, wisst ihr ja, ist alles momentan schwierig. Chipkrise. Chipkrise. Obwohl, ich habe jetzt gesehen, hier im Supermarkt, hier im Angebot, 1,69. Die Guten? Die Guten. Und mit Paprika auch, oder? Also von daher Paprika, von daher verstehe ich das manchmal nicht, aber... Ist genug da. Sag es, wie es soll. Wir haben uns das Gerät mal ausgepackt, das ist wirklich nur ein Schnelltest. Wir gucken uns das Gerät kurz mal an, vergleichen mal hier so ein bisschen. Erstmals, lass uns nochmal über Geld reden. Ja. Also... Das ist ja eigentlich so für viele der Begriff von Baustellenradio. Hm. War, ich glaube, dieser Formfaktor war auch mitführend so, um das zu etablieren. Schon also, seit Anfang an sieht das Makita-Radio ja irgendwie so aus. Ne? Genau. Also mehr oder weniger. Ich hatte auch schon mal so ein Gerät hier vorgestellt und habe damals bemängelt, dass es kein DAB gibt, beziehungsweise DAB oder Bluetooth. Das ist aber auch schon Jahre immer, her. Immer so, entweder du hast das oder das. Und dann kam aber das DMR 112, das hatte beides. Ja. Und dann gab es das Upgrade. Das DMR 115. Und während mich die alten Makita Baustellenradios nie so begeistert haben, die sind zwar einigermaßen laut, aber vom Sound weiß ich nicht, war ja, nie so... Da gibt es ja Tricks bei denen, Klappe auflassen und sowas, dann ja. Hat die Bass, aber das stimmt, da ist das auf jeden Fall um Welten. Ja, ja, also das ist im Prinzip wirklich um Welten besser vom Sound, weil du hast hier einen Subwoofer. Wir haben 2x5 Watt Ausgangsleistung, das haben übrigens alle Geräte, aber hier hast du noch einen Subwoofer, der mit 25 Watt Ausgangsleistung angegeben ist. Und jetzt wissen wir natürlich... Die Angabe von Wattzahlen ist erstmal sowieso, ja, kannst du drauf bauen, kannst du nicht. Es hat auch nichts mit der Qualität zu tun, es hat auch nicht mal was mit der Lautstärke zu tun, weil um eine Verdopplung der Lautstärke zu haben, müsstest du die Wattzahl verzehnfachen, so grobe Richtung, und es kommt ja auch auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher an. Also du kannst mit 5 Watt kannst du einen Lautsprecher machen, der ist vielleicht doppelt so laut. Mhm. Wissen wir alles nicht, messen wir aber gleich nochmal. Nur das Radio hat DAB und Bluetooth, hat ein schönes Display, hat auch einen Equalizer, man kann den Klang so ein bisschen anpassen, das kannst du bei den Geräten hier nicht. Und es sieht einfach auch cool aus, und vor allen Dingen. Das hat auch die Antenne im Griff. Also die Antenne fällt schon mal weg, dieser Schwachpunkt halt. Genau, und da muss ich mich outen als Volldepp. Hast du gesucht? Weil beim ersten Mal, als ich so ein Radio euch gezeigt habe, da war ich auch noch klein. Achso, okay. Da habe ich gesagt im Video, dass bei mir die Antenne nicht dabei gewesen wäre. Das ist an ganz vielen Leuten so gegangen. Ist nämlich in der Pappschachtel, ist so ein Falz und da ist die drin versteckt. Aber ich war nicht der Einzige. Nee. Viele haben dann den Karton schon weggeschmissen. Ich war auch kurz davor. Und haben sich geärgert. Denn komischerweise musst du die Antenne anschrauben. Ja. Das hätte ja auch gereicht, wenn man die schon montiert hätte. Ja, klar. Da wäre viel Leid in der Welt... erspart gewesen. Kommt vom anderen Band, die Antenne. Genau, und da haben sie es eigentlich ganz cool gemacht, denn die Antenne ist hier in dem Griff verbaut. Und jetzt gucken wir uns generell nochmal das Parkside an. Wir haben hier, Makita Preislage ist, was zahlen wir hier? So 138. Na, sag mal 140 Euro derzeit. Ja. Geräte sind verlinkt, sind momentan Amazon-Preise. Und bei dem 115er... Ja, da legst du nochmal einen Fuffi drauf, dann bist du 180, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. Also auf jeden Fall haben wir das schon relativ lange und es ist bei uns in der Werkstatt auch relativ beliebt. Wir haben noch eins von DeWalt, was auch sehr schön ist, und ein Milwaukee. Ja, da haben wir auch das Große, das ist auch sehr beliebt. Ja.
Es gibt auch noch ein kleines von Milwaukee, da sind wir mit dem Empfang nicht so zufrieden. Mhm. Vielleicht könnten wir auch mal generell alle unsere Baustellenradios nochmal zeigen. Jetzt wollen wir halt kurz und knapp bleiben. Ja, Formfaktor, würde ich sagen, man hat mal links und rechts geguckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wenn wir links und rechts gucken, fällt mir jetzt gerade nochmal auf, oder dir fiel das auf. Makita hat ja das Petrol, aber... ja. Also, da war wohl mal falsches Granulat oder was weiß ich. Man würde ja jetzt denken, dass eine Marke, wenn die auch im Regal steht, dass die Farben gleich sind. Ist aber nicht. Das geht schon sehr ins Blau rein. Und du hattest eben irgendwas rausgefischt. Ich hatte einen Makita-Akkuschrauber hier, den 40er. Und der hat auch schon wieder die Farbe von auch nicht ganz. Ne? Auch heller. Ja. Also da muss der Mischmeister an der Spritzgussmaschine noch vielleicht nochmal gucken, was er da so vermischt, vermengt. Ansonsten schönes Gerät. Empfang passt alles soweit. Und bei Makita auch ganz interessant, du kannst es hier mit allen Akkus betreiben. Ja, 10,8 bis 18, ne? Ja. Aber hier wiederum nicht mit dem 40-Volt-System von Makita kompatibel, finde ich wieder dann auch ein bisschen schade. So, bei Parkside haben wir im Prinzip auch, wir können die alten 20 Volt, respektive 18 Volt Akkus nutzen, wir können auch die neuen Smart Akkus nutzen, hier haben wir einen 8er. Passt auch rein. Genau, das ist ja auch immer wichtig. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Bosch-Leuchten, da kamen neue Akkus raus, die waren größer, passten die Deckel nicht mehr. Hier 8 Ampere und wir haben jetzt keinen Laufzeittest gemacht, aber bei der Leistungsaufnahme, wenn wir mal sagen, wir können ja mal ungefähr einfach grobe Mathematik machen, wenn wir jetzt hier 160 Wattstunden nach Angabe Energiegehalt haben und das Radio hätte jetzt 2x5 Watt Abgabeleistung, lass das mal 15 Watt, wenn du relativ laut schon hörst, schätze ich jetzt mal, dann sind 10 Stunden auf jeden Fall drin. Ja. Wenn du jetzt aber nur Piano hörst, wird es wahrscheinlich noch länger laufen, bei kleinen Akkus natürlich nicht. Was man hier noch sehen kann jetzt beim Akkudeckel, es ist eine Abdichtung und Abdichtung heißt, wir haben zumindest einen Schutz gegen Spritzwasser und gegen Staub. Es gibt ja diese IP-Klassifizierung und die sind IP65, das ist IP64 und der Unterschied ist... Ja, das ist nur Spritzwasser geschützt und die werden sogar Strahlwasser geschützt. Ja, also hier kannst du theoretisch mit dem Gartenschlauch draufhalten, das machen wir auch gleich nochmal. Wie gesagt, es gibt da bestimmte Normen und so. Ich kann ja mal einen Artikel nochmal verlinken in die Videobeschreibung. Wo diese Klassifizierungen aufgeführt sind. Gibt es bestimmt was auf Wikipedia. So, dann das Wichtigste ist eigentlich erstmal der Sound. Und beim Sound, das war beim letzten Baustellenradio-Vergleich auch mal so eine Sache. Da haben alle gesagt, ja, warum habt ihr den nicht mit Musik mal vorgespielt, dass man sich mal einen Eindruck machen kann. Das bringt eigentlich nichts, weil wir ja die komplette Wiedergabekette dann von euch haben. Das heißt, mit was für Lautsprechern hört ihr, wie sind unsere Mikrofone, die sind jetzt hier eher für Sprache. Bringt eigentlich nicht viel. Was wir euch zeigen können, ist einfach hier auch den Schalldruck und natürlich unseren Klangeindruck. So, dann noch zum Thema Energieversorgung. Hier wird ein Netzteil mitgeliefert. Das heißt, wir können es auch im Netzbetrieb laufen lassen. Allerdings mit Netzteil, du kannst hier keine Akkus aufladen. Da gibt es auch wenige Radios, zum Beispiel das Milwaukee. Das kann das, ja. So, dann auch vom Bedienkonzept. Ich habe einen großen Lautstärkeregler. Ich habe hier so ein paar Tasten. Ist ähnlich und ich habe hier diese Gummiblenden, also diese Abdichtung, diese Gummiklappen. Ja. Und hier habe ich einen Netzteilanschluss. Ja. Dann habe ich hier ein Aux-In, also Kabel. Mhm. Das heißt, wenn ihr irgendwie noch ein Gerät habt, alten MP3-Player mit einer Klinkenbuchse, zack, kannst du hier anschließen. Und hier ist USB. Und USB ist aber jetzt nicht irgendwie mit Tonquelle, also direkt über USB Audio abspielen, wie das teilweise hier mit Android Auto oder sowas, sondern es ist wirklich nur zum Laden. Du hast auch hinten noch im Gerät eine Ladebuchse. Was ich aber hier eigentlich schade finde, ist, dass das Netzteil vorne angeschlossen wird. Das wäre nämlich auch bei mir in der Werkstatt. Das sieht doof, sieht schon blöd aus. Ja, ne? Ja. Macht eigentlich nicht so viel Freude. Wie es besser geht, zeigen die Kollegen von Makita. Die haben den Anschluss zumindest seitlich. Ja, auch, ja. Dann sind das ja Baustellenradios. Das heißt, sie sollen auch mal einen Fall aus einer Höhe vom Tisch oder so überleben können. Wir haben das auch getestet. Es gab aber auch Folgen der Aktion und das Parkside-Gerät lief dann anschließend nicht mehr. Dann Baustellenradios sind natürlich gummiert. Nice. Und gummiert heißt, soll natürlich robust sein. Allerdings habe ich nur beim Makita hier vorne auch richtige Metallbügel. Das heißt, wenn das jetzt blöd fällt, gut, wenn es ganz blöd fällt, hier auf eine Kante oder so, ist es da auch. Du kannst nicht
jeden Fall hier schützen. Mhm. Und es ist ja auch immer die Frage, wie fällt so ein Ding, ne? Ja, ja, klar. Deswegen auch diese 3 Meter Falltests oder so haben wir auch schon gemacht. Das sehe ich so ein bisschen kritisch, weil wenn ich Glück habe und das fällt besonders gut, überlebt das. Fällt es irgendwie so schlecht, was ja dann dem Zufall auch im Prinzip geschuldet ist, ist es vielleicht direkt Totalschaden oder kommt hier so auf den Griff. Ja, ja, dann aber bricht das ist wahrscheinlich ja auch ab. Nur an den Ecken gummiert. Ne? Hier ja. Hast du ja trotzdem noch ringsherum die Gummierung. Wertigkeit, auch so Anfassqualität, ist bei den Makitas deutlich besser. Ja. Du hast aber noch nicht Preis von Makita gesagt und den haben wir selber noch nicht. Ich habe gehört, es soll so irgendwie so um die 70, 80 Euro ja. liegen. Ich hatte mal so auf so einer tschechischen Seite bei Lidl gesehen. Da gibt es das schon und dann habe ich umgerechnet, aus tschechischen Kronen wären so 70 Euro über den Daumen. Ja. Ist die Hälfte, ne? Ja, muss natürlich auch sein, als ja. wenn du hier Budget machen willst. Naja. Was mir jetzt noch auffällt ist, hier haben wir ja auch noch ein Lautsprechergitter. Ja. Und weißt du, was das ist? Das ist der Subwoofer eventuell? Es könnte ja 2 Sachen sein. Entweder ist es eine aktive Subwoofer-Membran, da glaube ich aber nicht dran, weil dann müsste auch die Leistungsaufnahme noch irgendwo anders gezeigt werden. Ich denke, das ist einfach eine passive Membran, um den Tieftonbereich nochmal so ein bisschen zu verstärken. Das ist so ein bisschen Bassreflexprinzip, so in die Richtung geht das, aus meiner Kenntnis. Dann Bedienung hier, hast einen Powerknopf, du hast ein Matrix-Display. Okay, Akku ist also voll. Und wir haben hier jetzt den Lautstärkeregler. Und wenn du jetzt mal vergleichst, hier den Lautstärkeregler bei den Makitas, die haben auch so eine schöne Rastung. Mhm. Das klickt so schön. Dann hast du den Lautstärkeknopf, der ist auch, du hast was zu greifen. Hier ist es sogar gummiert. Und hier hast du weder was zu greifen, noch ist es gummiert. Der läuft auch recht schwer. Mhm. Also, aber es ist auch nicht nur bei allen drei, nicht nur Lautstärke. Ne? Das ist so ein, wie bei so einem Drück. Ne? Naja, also man kann da auch um Einstellungen zu bestätigen. Ja. So, Einstellungen, du hast keine Möglichkeit, den Klang einzustellen. Finde ich ein bisschen schade, weil hier steht DSP und dann dachte ich, naja, also DSP heißt ja Digital Sound Processing. Mhm. Kann natürlich alles sein, weil das ist immer ein Digitalverstärker mittlerweile. Da ist ja nicht irgendwie noch ein althergebrachter Verstärker drin. Von daher kannst du das auch schenken. Ich weiß jetzt nicht, was TWS heißt. Auxiliary, FM, klar. Bluetooth, DAB steht eh hier oben drauf. Ja. Natürlich auch DAB Plus, das neue Format. Sonst macht es jetzt auch keinen Sinn. Dann müssen wir jetzt dazu sagen, das sind Vorseriengeräte. Die haben wir von Lidl leihweise zur Verfügung gestellt bekommen für diesen Test, damit wir euch das wirklich schon zeitig präsentieren können. Und bei diesen Vorseriengeräten können wir natürlich jetzt nicht sagen, ist das jetzt finaler Status. Denn wir haben hier ganz leichte Störgeräusche, wenn Musik spielt, von zum Beispiel DAB. Und du gehst ganz nah ran und du hast es so auf Lautstärke 2, 3, dann hörst du... So ein bisschen so ein am Fiepen, ne? Ja, Fiepen, einfach so ein Störgeräusch. In der Praxis ist das eigentlich nicht relevant, weil du es dann nicht mehr hörst. Das wird dann überdeckt. Aber was du hörst oder bei uns hörst, ist, wenn du jetzt hier ein Handy mitlädst, dann hast du so ein Pfeifen. Das pfeift aber richtig, ja. Ja, also das hörst du schon. Da musst du schon auf der lauten Baustelle sein, damit sie nie mehr stört. In der Werkstatt wird es mich jetzt wirklich stören, wenn es jetzt nicht so laut in der Umgebung ist. Da sind wir gespannt. Lidl hat uns gesagt, sie schicken uns nochmal ein wirklich finales Muster zu. Dann können wir euch da nochmal ein Feedback drauf geben. Also da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig, aber lobe den Tag nicht vor dem Seriengerät. Ne? Ja, genau. So, dann Lautstärke und Klang. So, und wir können euch das mal zeigen. Erstmal, wir waren relativ enttäuscht, denn, um es positiv zu sagen, du kannst das Radio nicht übersteuern. Nee. Du kannst voll aufdrehen, da übersteuert nichts. Das Klang bleibt sauber, aber ich habe mir dann direkt gedacht, da muss doch noch mehr gehen. Und dann denke ich auch, bevor sowas nicht übersteuert, da will ich zumindest das Gefühl haben, okay, jetzt bist du da nah dran, dass du das wirklich maximal ausnutzt. Hast du hier nicht. Und wir haben jetzt mal was gemacht, und zwar ein Soundlevel-Meter, also ein Messgerät für Schallpegel. Und jetzt gucken wir mal dBA, was wir in 1 Meter Entfernung für ein Soundlevel kriegen. Und wir nehmen jetzt ein rosa Rauschen als Testton. Und rosa Rauschen ist ein Testton, Pink Noise, rosa Rauschen. Ja. Erzähl den Leuten mal, was das ist. Das ist immer eine gleichbleibende Frequenz vom Ton. Ja, das also ist, er deckt das alle Frequenzbereiche ab. Ne? Genau, er deckt alle Frequenzbereiche oder nahezu alle Bereiche relativ gleichmäßig ab. Damit kannst du eigentlich ein Frequenzdiagramm zum Beispiel messen. Und was wir machen, ist einfach mal in 1 Meter Entfernung. Dafür haben wir natürlich hier unseren schönen Gliedergelenkmaßstab. Ja, von diesem BF24. Und jetzt messen wir mal hier. Hau mal volle.
So, 63,9 dBA, so von schräg vorne, messen wir mal. Wenn du jetzt zur Seite gehst, ist es ein bisschen lauter, aber dann müsstest du ja direkt da stehen und das ist ja sowieso eigentlich ein Problem bei diesen Geräten, weil es soll Stereo sein, aber strahlt nach dahin. Also wenn du jetzt ein richtiges Stereo-Dreieck hättest, hättest du ja eh nicht. Relativ leise und ja, das war maximal. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass es vielleicht in einem bestimmten Frequenzbereich noch mehr dB raushaut, aber wir können es zumindest vergleichen. Also was man jetzt schon merkt, das ist schon mal deutlich lauter. Lauter ist es auf jeden Fall. Ja. Und man sagt ja, psychoakustisch entspricht plus 6 dB einer ungefähren empfundenen Lautstärkeverdopplung. Hm. So, jetzt haben wir 68,7 gemessen. Das heißt, wir haben rund 6 dB mehr und damit wirklich eine Verdopplung der Lautstärke. Ja, empfunden. Also, und das passt ungefähr. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch wenn du da Musik mit hörst. Ja. Also da war ich jetzt auch nicht begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also beim Parkside würde ich sogar sagen, es ist zu leise. Wenn du jetzt wirklich auf einer Baustelle bist, hörst du dafür nichts mehr. Dafür ist es zu leise, ja. Nehmen wir nochmal den 112er. Was ist das alles? Anscheinend, ne? Also hier haben wir 61,5 gemessen. Damit ist es noch leiser. Ich hatte allerdings, das ist ja deins, ne? Das haben wir hier gar nicht in der Werkstatt. Aber wenn man das jetzt nochmal vergleicht und dann machen wir das jetzt nochmal. Ja, ist lauter. Ist lauter, ja. Ja. Es ist tatsächlich hier lauter als das 112er, aber das ist ja auch wieder dieses Rauschen. Du hörst hier mehr Bassanteile. Ja, das ist ja auch eine Rezession. Das ist sehr basslastig. Ja, ja. Und dadurch hört sich das eigentlich deutlich besser an, weil hier kommt bassmäßig... Da kommt gar nichts. Da kommt nichts. Ne? Und ja, es ist natürlich auch schwierig, jetzt viel Bass zu kriegen mit den relativ kleinen Lautsprechern. Ich sag mal, wie ist deine Einschätzung? Also es geht nicht nur um Lautstärke. Es ist jetzt auch nicht die maximal erreichbare Lautstärke. Es ist nur so ein Vergleich. Also wenn ich wählen müsste, ich würde auf jeden Fall das nehmen. Also ich hatte das, ich habe das gesehen damals im Baumarkt sofort mitgenommen, weil es endlich beides gab. Also DAB und Bluetooth. Ja, und dann habe ich das hier gehört und dachte ich, boah, das ist auch mal ein Unterschied. Ne? Ja. Aber also, ich bin mit dem auch immer noch sehr zufrieden. Also das steht doch bei mir im Garten, das fällt um und alles. Ne? Da kommt doch nichts dran. Ne? Aber ich würde trotzdem als nächstes... Das ist auch deutlich schwerer. Ja, ist es auch, ja. Parkside haben wir jetzt hier 2,6 Kilo ohne Akku. Und bei dem 112er, das ist gefühlt ein bisschen schwerer, 4,2. Oh, da ist auch mehr Technik drin, ne? Und jetzt kommt hier der dicke Badabum. Aber der ist gar nicht so viel schwerer gefühlt. Vielleicht, weil er auch ein bisschen größer ist. 4,7, 4,8. 4,8. Ja. Ja. Also, da merkst du schon, gut, jetzt muss nicht unbedingt schlecht sein, aber... Das wird ist halt nicht überall ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ja, ja. Irgendwo muss der Preis ja auch herkommen, ne? Genau. Also, würdest du es einem Freund empfehlen? Nee. Was ist denn, wenn du jetzt Freund hast oder Freundin, die schon Parkside hat? Ja, kommt immer auf die Ansprüche drauf an, ne? Aber es ist nicht wirklich eine Alternative. Ich meine, gehst du auf eine Baustelle mit deinem Parkside-Radio? Oder nimmst du Makita rein? Weißt du, das ist auch immer so eine Prestige-Sache. Ja gut, so aber wenn du jetzt, ne? Ich sag mal, es geht ja für den, der jetzt Parkside der jetzt komplett Parkside hat. Ja, also aber Empfang ist, zum Beispiel, es ging, ne? Ist, der Empfang ist okay, aber der ist ja auch, ich habe das mit dem 112er jetzt verglichen, der Empfang, also wenn der DAB ausfällt, fällt er bei dem auch aus, ne? Das ist ja übrigens auch nochmal eine Erklärung an euch, DAB ist ja ein digitales Signal und eigentlich hast du entweder Empfang oder nicht. Ja. Also du hast so einen Bereich, wo es vielleicht so gerade so... Aber du merkst, dann geht er weg und dann ist er auch weg. Genau, und DAB ist halt auch gerade in Innenräumen problematisch, aber da waren wir jetzt... einigermaßen safe, also da kann man vielleicht sagen. Wenn dann das Finale rauskommt, vielleicht kann man das dann empfehlen, aber so wie es jetzt hier steht, könnte ich es nicht empfehlen. Ne? Also wenn ich jetzt bei Parks der Produktmanager wäre, ich würde den Kollegen sagen, pass mal auf, baut mir dann eine ordentliche Endstufe rein, weil das verlinke ich gerade nochmal, unser Projekt mit Idealo, als wir mit wenig Budget für 50 Euro, glaube ich, so eine Bluetooth-Box selber gebaut haben und das Ding hat richtig Kaliber. Ne? Mhm. Die hast du ja auch mal gehört. Ja, die knallt richtig, ja. Genau, und da sind halt so digitale Endstufen, die kosten nichts im Prinzip. Ne? Ja. Da kriegst du richtig Jalla raus. Ja, ich meine, selbst wenn das jetzt hier 500 Gramm schwerer wäre, ja, dann wäre es trotzdem noch leichter als das. Ne? Ja, du musst halt auch gucken,
Was sie hier gut gemacht haben, oder das ist ja im Prinzip auch Standard, dass jetzt hier das Ding nicht schrebbelt oder so, sondern das kannst du gut abregeln, weil es ja eh alles mit DSP und digital entschufen ist. Du hast natürlich auch bei dem mit dem Subwoofer einen Vorteil. Du kannst nämlich halt die Mittelhochton-Sektion vom Tieftonanteil befreien. Das heißt, du kannst einfach mehr Pegel drauf geben, ohne dass die abkotzen, und hast dann halt einen Subwoofer. Das kannst du halt jetzt hier nicht oder bei dem auch nicht. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt hier ordentlich Leistung habe, auch an so kleineren Lautsprechern, wenn ich die dann von der Frequenzweiche so programmiere, dass die hier keinen Tiefpass mehr machen, dann kannst du schon, das schon auf jeden Fall mehr rausgeben. Ne? Und getreu dem Motto, ihr kommentiert, Borgschmidt spendiert, hauen wir wieder einen raus. Und ich habe mir gedacht, wir spendieren euch einen schönen kleinen Ratschensatz. Ne? Den haben wir euch wie immer unten verlinkt. Und was sollt ihr machen? Unter dem Hashtag Baustellenradio sollt ihr einfach mal eure Meinung, eure Erfahrung schreiben. Vielleicht auch mit anderen Geräten. Alles, was euch zum Thema einfällt. Und natürlich, wie ihr den Kollegen hier seht, ob das für euch eine Option wäre. In diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt gesund und guckt mal im Shop vorbei. Ne? Tschüss!